Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Rumgeschichten. Wieder mit dem Zwiebel und dem Brilli. Moin. Ahoi. Unser Schiff läuft noch voll. Und wir wollten einmal an den Grund des Sees hier tauchen. Ich guck mir das mal an. Nee, hier läuft nichts mehr voll. Okay. Aber ich sehe nichts hier. Und hinter dir ist ein Hai, hinter dir ist ein Hai. Okay. Ich geh wieder hoch. Da ist das Wrack, okay. Ich habe ihn getroffen. Wo ist denn das Wrack? Wrack? Der Hai hat dich gleich. Mich? Oh ja. Oh ja, er hat mich einmal gebissen. Er ist tot. Sauber. Echt? Ja, hab ihn. Geh mal gerade was essen. Wo ist das Wrack? Bin mir noch nicht sicher. Du bist hier noch nicht sicher. Hier gibt's keinen Wrack. Aber das hat man ja gesehen. Vielleicht muss man mal leuchten mit der Dings. Ja, ich leuchte ja schon. Sonst fahren wir noch ein Stück weiter. Ja. Bis das Boot da verschwindet. Nein. Also jetzt sehe ich es wieder. Doch, jetzt sieht man es hier wieder. Was? Das Wrack im Wasser. Wenn du mit der Laterne schwimmen gehst, sieht man hier das Wrack. Ich nicht. Nee? Nee. Leuchte mal mit dem Ding. Mach ich doch. Ich sehe nur, dass du vielleicht absäufst. Ja. Na komm, dann fahren wir zu dem anderen Schiff rüber. Also ich habe das Wrack jetzt nochmal gesehen. Ich sehe nur das andere Schiff. Okay. Auf jeden Fall diesmal so Titanic-Musik. Ja. Anker hoch. Ja, ja, Anker ist schon längst. Auf der Insel sind aber Skelette und irgendwelche roten Edelsteine. Die Insel gehe ich ja nicht. Ich bin jetzt ein bisschen links. Da gucken wir, ob das Schiff verschwindet und irgendwo wieder auftaucht. Aber so wie wir wackeln, kann ich niemals die Skelette treffen. Der Vulkan hat übrigens aufgehört zu spucken. Ja, ja. Yo. Der hat uns einmal getroffen und jetzt ist das Wrack wieder da. Stimmt. Oh, da ist einer mit so einer Explosionskiste. Anker! Anker läuft. Zieh ja nicht den mit der Explosionskiste an uns ran. Doch, wollte ich eigentlich. Bist du verrückt? Wieso nicht? Ja, weil der hochgeht und so unser Schiff also mit. Das hier verschwindet nicht. Doch, jetzt ist es verschwunden. Aber es ist kein neues. Da muss das schon sein. Nee, es ist noch nicht verschwunden. Es steht noch da. Ja. Aber kommt mal hier mit auf die Insel. Da ist nämlich so ein Hoshi da. So ein. Geh mal auf die Insel. Alter, das ist alles Lava hier, ey. Das geht ab. Habt ihr gerade auch 5 Dublonen gekriegt? Ja. Ja. Aha, die Entdeckung von Forsaken Brinks. Lobigung, die Entdeckung von The Forsaken Brinks. Oh, hier ist einer. Kommt mal her zu mir. Ja, hier ist Captain Lucky Luke Grazie. Ja. Der hat schon einen Headshot abgekriegt. Soll mal ruhig... Ja, komm. Schön mit der Stroh da einfach mal ins Gesicht geballert. Und nochmal. Noch ein. Oh, der war daneben. Sehr schön. Das war's schon. Da ist der Schädel. Und eine Postkarte. Befehle des Skeletts. Bring den Schädel mal weg. Ah. Da muss ein Wrack sein, wo das Wrack da ist. Hier, Leute, kommt mal her. Leute, kommt mal her. Ja, ich muss das wegbringen. Okay, hier liegt ein toter Pirat rum. Wo bist du? Ich bin hier am. Ich habe hier die. Guck mal, wenn man die Dings auspackt, dann sieht man hier Fußstapfen. Ja. Das ist ja interessant. Hab ich nicht nachgeladen, ich nur. Ich auch nicht. Muss aber bestimmt irgendwo das Dings sein, oder? Rechts. Zwiebel. Hier, guck mal. Ah, hier. Oha. Der hat den erschossen, okay. Warum erschießt du den, Mann? Und nu? Wo liegt er hier? Vorsicht, da oben ist noch einer. Jetzt stehen sie hier.
Und dann? Da sind sie weg. Achso, ihr seid mit der Dings weg. Hier kann man untersuchen. Wo hab denn? Ich schon gemacht. Da wer steht nur, sagen, wer lässt hier so einen Piraten zurück. Achso. Okay. Aber wenn hat der hier was liegt, in der Hand? Idee. Ha! Was? Ich habe einfach mal gegraben, da ist sein Schädel. Ach, wie geil. Aua! Hier schießt einer auf mich. Hier, da ist er. Da ist er wieder, unser Freund. Ja, aber hier waren Skelette. Mene, dreh dich mal um. Warum? Ja, weil damit zu essen hast. Ich will ihm erstmal seinen Schädel geben hier. Gut gemacht. Wo, was soll ich mit dem essen? Ich kann es nicht aufnehmen. Nee. Also ja, aber nicht der Rede wert. Danke. Okay, der hat unsere... Cool. Na Mensch, heute machen wir richtig Progress, ey. Aber echt, ey, was ist denn heute los? Hier. So, guck mal, wie geil das Schiff aussieht, wenn die Sonne da hinten aufgeht. Jetzt übrigens das Wrack weg, ne? Ja. Wow, was passiert hier? Hier ist ein Geysir. Ja. Was soll das, diese Insel untergehen oder? Wow! Ich hab nur Geysir nach oben! Alter! Was passiert hier? Aber er das sind ja richtige, runter. Das sind ja richtige geskriptete Abenteuer hier. Ja? Alter, oh, ich bin gerade mehrere hundert Meter nach oben geschleudert worden. Bist du tot? Nö. Ich bin im Wasser gelandet. Ihr müsst euch auf so ein Ding stellen. Oh, Zwiebel. Dass du das überhaupt hochkriegst. Ich will gegen die 10 Meter hoch. Alter, ich verstehe nichts von dem. Vielleicht ist es gut so, ich kenne die Wahrheit über das Schiff. Ich weiß, wer an Bord ist. Ich weiß, du musst durch die Hölle, um ihn zu finden. Nun müssen wir noch einen Captain finden. Ich füge es zu uns über dem Logbuch. Oh, jetzt bin ich auch geflogen. Au. Aua! Ans Meer gefesselt, okay? Was das das mean? Bitte was? Was das das mean? Oh fuck. Okay. Okay. Na dann. Gucken wir mal ins Logbuch. Unser Schiff sieht aus. Kann man den von außen auch reparieren eigentlich? Nee. Die Inseln sieht geil aus. Auf jeden Fall. Die könnten wir verkaufen als Wellness-Tempel. Jo, gute Idee. Schönes Thumbnail. So, wohin? Ja, gucken wir mal ins Logbuch, ne? Mission, Logbuch. Oh. Wir haben so viele Missionen auf Tash. Von hier aus können wir die Spur der Ashen Dragon aufnehmen. Oh Gott. Wie soll man das erkennen? Also das ist irgendwie so eine Insel mit so und das ist so eine... Ich gehe mal an die Karte runter, die finde ich. Ja, vielleicht stimmen die anderen da ja auch überein. Ja. Also so eine Kreis unten nach oben und so. Okay. Gucken wir doch mal. Hier sind wir. Da. Hey, was da? Na, guck an. Warum kriegt man hier immer da, so eine Belohnung? Oder? Das sind die beiden Inseln. Okay. Marrow's Peak und Ruby's Fall. Hä? Aber dann ist es Brimstone Rock, wo wir hin müssen. Ja? Ja. Kann gut sein. Dann können wir aber außen... Geh doch mal zu Brimstone. Ja. Das ist sie. Ja. Dann können wir aber hier am Außenposten erstmal unsere Kisten wegbringen. Ja. Das wäre eine gute Idee. Also, dann auf fahren geht's. Wir zum Außenposten. Richtung Süd, oder was ist das? Ist das kartengetreu? Ja, doch, Südost. Südost. So, ich lichte den Anker, ne? Ich helf dir. Bist du am Steuer, Prilli? Warum? Südost. Also noch da. Das wird der Außenposten sein, da. So.
Tschüss, ihr Arschmaden. Hat aber aufgehört mit den Geysieren, ne? Ja. Geysiere. Ich glaube, die Insel direkt vor uns ist es, ne? Was ist denn mit den Segeln hier? So, hier, komm, jetzt machen wir hier mal. Wir kehren heim von einer erfolgreichen Beutetour. Ist so. Los, Mene, pack die Klampe aus. Ne, hier, pack mal die ganzen Kristalle in diese eine Kiste, da müssen wir nicht so oft laufen. Können wir den Schädel auch einpacken? Oder hast du schon? Nee. Ah, Leute, sind wir gute Piraten. Nee, passt nicht mehr rein. Wenn du ganz vorne am Schiff stehst und ich steuere, hört man nur ganz wenig deine Musik. Ich komm zu dir. Ich hab's verstanden. Bleib weg! Oh, Qualle! Jetzt zeigt er mir seine Hoden. Geil! Oh! Außenposten Morrow's Peak. Okay. Ja, so, da wollen wir hin. Ihr macht Anker? Ja, wenn du sagst, wann. Ja. Da ist ein Steg. Ja, kannst du noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Anker in 20 Sekunden. Okay. Das waren wir dann vorbei. Bisschen weiter rechts, bisschen weiter rechts. Ja, ja, ja. Anker! Der Zwiebel hat eine festgehalten. Ich habe gerade in dem Augenblick gedrückt. Es ist perfekt. Na dann. Ja, mehr oder weniger. Ist richtig gut. Scheiße, jetzt habe ich keine Kiste mitgenommen. Ein Pirat schwimmt wieder zurück. Ja, schwimmt leer. Ein los. Pirat ist manchmal langsamer als der andere. Oh, hier sieht es aber nicht so gesund aus. Nee, hier sieht es irgendwie ziemlich, ja. Verbraucht aus. Aber hier sind Leute. Solange die Leute hier sind, ist alles gut, ne? Dass er mit seinem Gold zählt, dann kann auch die Olle mit ihren Schädeln nicht weit sein, ne? Mhm. Ah, die suche ich auch. Hier ist hier, wo ich bin. Okay. Kannst du die Kiste da abgeben? Ich gucke gerade. Nein. Ich auch. Stell die mal hier ab und öffne sie mal. Hier sind ja verschiedene Sachen drin. Ja. Also den Schädel kannst du bei ihr auf jeden Fall abgeben. Hier, die kann ich hier bei ihm verkaufen. Da rieselt doch das Gold, liebe Freunde. Kann man Diamanten verkaufen, weiß das einer? Auch bei ihr? Ich glaube auch bei ihr. Alles, was bei so ihr. Mystisch ist, Gedöns ist, kannst du bei ihr. Sag weg da. Und wieso ist denn der Fettsack an mir vorbeigesprintet? Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich bin halt eher Kurzstrecke, weißt du? wo Antiquitäten? Wer macht das? Keine Ahnung. Oh, hier. Antiquitäten macht der Goldtyp. Leute. So, die Truhe scheiße, der Vulkan ist wieder aktiv. Die Truhe tue ich dann wieder zurück, ne? Ja. An Bord. Aber ist der Vulkan nicht weiter weg? Ah, anscheinend nicht. Doch, der ist weit genug. Kommt nicht bis hier rüber. Mhm. Und nimmt die was? Nee. Nee, die wollte nichts. Schade. Ah, hier, bei ihm wieder. Boah. Haben wir hier noch was Loses? Hier. Also die grünen Kisten mit den Muscheln. Ach, sind zwei Vulkane, habt ihr gesehen? Was? Es sind zwei Vulkane. Oh. Einer vor, einer hinter uns. Ja. Zu dem vor uns wollen wir ja. Was machen wir denn mit der Aschetruhe? Halt abgeben. Nee, da brauchen wir einen Schlüssel für. Ach so. Na, vielleicht kriegen wir die von dem Ascheschiff. Also die heißt doch Esch. Ashen Dragon ach, oder so. So meinst du? Du bist ein Fuchs?
3000, so ein roter Rubin. Ich hab 2000 gekriegt. Sag mal, wieso ist denn die Kiste hier so schwer? Schön, ein, ja, was hat der denn Fortschritt jetzt bekommen. Guck mal, ob die das hier... Diese also ich würde mal sagen, dass das eine durchaus lukrative Fahrt war bis jetzt. Ja. In der Tat. Die ganzen Schädel und Rubine, die bringen halt immer viel, ne? Bei der Mystikerin da. Nur ein leeres Schiff ist ein gutes Schiff. Aber fast 10.000 oder haben wir schon mehr als 10.000? 10.000 bei mir jetzt ziemlich genau. Da ist auch nichts mehr am Schiff. Doch, doch, da ist schon noch was. Wo? Da oben? Ah, doch, hier. Das ist eine Lagerkiste. Verkauft man so eine Lagerkiste? Nee, diese Lagerkisten nicht, aber ich habe zum Beispiel jetzt noch eine Kiste mit Tee in der Hand. Da muss ich gucken, wo ich die jetzt unterbringe. Wahrscheinlich hier bei dir. Ah, hier, die Truhe des Schiffsbrüchigen. Da. Hier, Kiste mit Gewürzen. Ist hier. Wer kriegt die Truhe mit eines Schiffsbrüchigen? Wer nimmt das? Der Typ im Zelt. Der Goldzahn? Ja. Und den Tee, nimmt den Tee, nehmen die auf dem Steg den Tee? Ja. Okay. Wo ist Professor Goldzahn? Da. Möchtest du sie haben? 75. Jo, jetzt haben wir nur noch diese Aschekiste halt hier. Ja, verkaufen oder behalten ist die Frage, ne? Na, ich würde die behalten. Aber ist die dann guck mal, Belobigung freigeschaltet. Beenden ist sie dann noch da? Tja, das glaube also, ich halt nicht. Halt jetzt die Frage. Übrigens, wir sind jetzt bei 17 Minuten, also. Hier, Season 1 endet übrigens in 8 Wochen und aktuelle Berühmtheit haben wir 14. Ja, das heißt? Dass wir schlecht sind. Ja. Prüfungen haben wir eine von 57. Okay. Und zwar Prüfungen des Kampfes haben wir. Einzigartiger Söldner, vernichte Skelett, Captain und liefere Kopfgeldschein. Achso, hier, guck mal, hier steht's ja. Also, es gibt anscheinend 10 Legenden, die wir sein können, die man sein kann. Legende der Shroud, und dann ist es quasi das Maximum ist Level 100. Oder dieses, was wir da jetzt auch immer 14 haben. Was ist denn das dann? Stufe. Berühmtheitsstufe. Wir haben 19 bei Goldsammler, 12 bei Handelsbund und Seelenorden, 14. Nee, das ist jetzt, er ist jetzt bei der Berühmtheit der Zwiebel. Genau. Du bist bei den bei dem Ansehen. Ich bin bei der Berühmtheit, genau. Ja, Berühmtheit von Saison 1. Und beim Ansehen, da haben wir natürlich schon ein paar Level jetzt, aber das ist, glaube ich, das Allgemeine. Ne? Aber wie kriegt man die Belohnung? Oder haben wir die gekriegt? Die Belohnung haben wir gekriegt. Diese meinst diese, was du da siehst jetzt bei den verschiedenen Stufen. Ja, ja. Das Gold kriegst du einfach so ausgezahlt dann irgendwo. Da macht so Klingeling und dann kriegst du halt das Gold. Und wir haben ja auch schon einmal so ein Ding gekriegt, so eine Laterne. Hier, dieses Segel, guck mal, das Segel haben wir gekriegt. Ja. Geil. Passt zu unserer Fahne. Mhm. Gar nicht auffällig. Nee, gar nicht. Jeder Tag erhält neue Belohnungen. Einmal täglich bieten die Schiffsratten eine kurze Herausforderung an, um alle Piraten dazu zu ermutigen, alles aus dem Leben auf See herauszuholen und dabei auch reich zu werden. Jede abgeschlossene Tat bietet Gold und Dublonen. Mhm. Und heute haben wir noch weniger als 3 Stunden Zeit. Setzt ein Skelettschiff mit einem Schädel der aschgrauen Winde in Brand und erhaltet reichlich Dublonen. Oh Gott, das ist sehr speziell. Ja. Yep. Das werden wir heute wohl nicht mehr schaffen. Nein. Nein. Reguläre Belohnungen. Rückrausch täglich von 17 bis 18 Uhr. Genießt jeden Tag 12 festgelegte Stunden Goldrausch. Jede innerhalb dieser Stunden eingelöste Beute erhält einen Multiplikator von 1,5. Ich rufe jetzt einfach mal irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber... Na komm, wir fahren mal zu der Insel da.
aus dem Logbuch. Aber also die Folge ist jetzt vorbei. Ja. Folge ist zu Ende. Habt ihr unser Schiff lackiert? Ja. Die ekelhaften. Au. Hey, wer ist das? Na komm, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge dann zu der Insel fahren. Vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Brilli Zwiebel. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Macht's gut. Tschüss. Halt, in die Sonne gucken hier. Oh,